Der erste Monat ist der schwerste. Neue Studenten müssen sich am Unigelände zurechtfinden. Es ist so groß wie 34 Fußballfelder. Alles ist neu, ein riesiger Campus, ein wunderschöner Campus. Aber da muss man sich erst einmal zurechtfinden. Man will erste Freunde kennenlernen. Die Schulzeit ist vorbei. Weg von den Eltern, plötzlich selbstständig. Rund 3000 Erstsemestrige zählt die Uni Linz heuer. Sie teilen sich den Stundenplan jetzt selbst ein. Man hat irgendwie das Gefühl, man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. In der Schule hast du deine Bücher einfach hingelegt und jetzt musst du alles selbst organisieren. Das ist schon eigentlich ein Riesenunterschied. Es hängt von der eigenen Verantwortung ab. Und mit dieser Freiheit muss man umgehen. In diese Freiheit muss man hineinwachsen. Und es schaffen, dass man einerseits Spaß beim Studium hat, Party macht, aber auf der anderen Seite auch was lernt, weiterkommt, Netzwerke pflegt. Und dafür ist die Welcome Week eine gute Stadt. Und dort unterstützt die Raiffeisen Oberösterreich neue Studenten bei offenen Fragen. Wir verteilen Goodiebags an Erna und ja, unterstützen sie halt dabei und sagen ihnen ein bisschen so auf der Uni, wo es hingeht. Nicht nur den Stundenplan. Die Erstsemestrigen verwalten ab sofort auch ihre Finanzen selbst. Bei den Studenten nur sagen, rechtzeitig, wie es früher immer geheißen hat, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Da geht es sowohl um Veranlagungsthemen, langfristig denken, denn die Pension kommt auch auf die jungen Leute irgendwann einmal zu. Und wenn es um Finanzierungen geht, sich intensiv und gut informieren, das können Sie bei uns, damit man auch das richtige Instrument hat, wenn man etwas finanzieren will. Die Welcome Week an der Johannes Kepler Universität. Sie hilft den 3000 Neuen beim Zurechtfinden im Campusalltag.